Könntest du etwas über Schlaflosigkeit sagen? Ich leide seit fast 6 Jahren an Schlaflosigkeit. Könntest du mir also ein paar praktikable Anweisungen geben? Schlaflosigkeit kann aus verschiedenen Gründen auftreten. Es gibt einige Menschen, die gut schlafen, aber sie wissen nicht, dass sie gut schlafen. Es gibt einige Menschen, die nicht gut schlafen können, weil ihr Körper vielleicht ein gewisses Maß an Ruhe braucht und sie glauben, dass er mehr braucht. Also arbeiten sie sich nur selbst auf. Ich habe so viele Menschen getroffen, die völlig in Ordnung sind, aber sie denken, sie schlafen nicht genug, wegen ärztlicher Verordnung von 8 Stunden, die sie nicht erfüllen. Sie schlafen nur 4 Stunden. Es geht ihnen gut. Es ist in Ordnung. Wenn es dir gut geht, du nicht unter Schlafentzug leidest und du 3 bis 4 Stunden am Tag schläfst, ist es völlig in Ordnung. Das ist eine gute gesundheitliche Verfassung. Oder es gibt Menschen, die wegen ihrer psychischen Verfassung nicht schlafen können. Es gibt bestimmte Menschen, die wegen ihrer zellulären oder genetischen Gegebenheiten nicht schlafen können. Nur wenn du so bist, ist es schwer, in Ordnung zu bringen, was du nicht bist, okay? Du bist nicht genetisch in diesem Zustand oder auf zelluläre Art und Weise. Deine Körperzellen werden dir aus irgendeinem Grund nicht erlauben zu schlafen. Es gibt viele Gründe dafür. Wenn du also nicht schlafen kannst, denke ich, du solltest dich unserer Gartenabteilung anschließen. Den ganzen Tag, 10 Stunden am Tag arbeitest du draußen. Du wirst einschlafen. Wenn das nicht funktioniert, ist der einfachere Weg, wenn du in die Shunya-Meditation initiiert wirst. Shambhavi sollte es tun. Bei den meisten Menschen funktioniert Shambhavi. Wenn das bei dir nicht funktioniert hat, wenn du in die Shunya-Meditation initiiert bist, wirst du sehen, dass es die Schlafstörung korrigiert, wenn es eine Schlafstörung gibt. Du siehst ziemlich gut und glücklich aus. Und wenn du glücklich bist, ohne zu schlafen, ist es großartig. Ja, denn Schlaf ist tot. Jeden Tag sterben Menschen für 6 Stunden, 8 Stunden oder 4 Stunden. Was ist deine Wahl? Weniger Tod oder mehr Tod pro Tag? Weniger Tod ist gut, nicht wahr? Nur wenn es gesundheitliche Probleme verursacht, bist du in Sorge, dann... Schau, wenn du so während der Arbeitszeit machst, dass deine Maschine nicht glatt läuft, Schlaf ist eine Art Schmiermittel für das System. Nicht genug Schlaf bedeutet, alles in dir reibt sich. Wenn also solche Reibungszustände auftreten, gibt es Dinge zu tun. Eine Möglichkeit ist, es gibt Chandrakunti. Bleibe jeden Tag 15 bis 20 Minuten dort. Du wirst sehen, der Körper wird abkühlen, er wird gut geschmiert sein und du wirst sehen, die sich reibende Natur deines Geistes und Körpers wird verschwinden. Wenn das weg ist, wie lange du schläfst, ist kein Problem mehr. Überhaupt nicht. Nicht jeder Mensch muss für die gleiche Zeitdauer schlafen. Das ist eine ganz falsche Vorstellung. Verschiedene Menschen brauchen verschiedene Schlafrhythmen und ein Aspekt oder ein Schwerpunkt des Yoga ist, wie man Schlaf reduziert, weil Schlaf das Leben übergeht, nicht wahr? Die Leute sagen, ich genieße den Schlaf. Niemand kann den Schlaf genießen. Du genießt die Erholung, die der Schlaf dir gibt. Es gibt keine Möglichkeit, den Schlaf zu genießen. Denn im Schlaf werden sowohl du als auch die Welt ausgelöscht, nämlich wenn du wirklich schläfst. Also am frühen Morgen um 5.30 Uhr tust du so, als würdest du schlafen. Das kann Freude sein, das kann ein Vergnügen sein, das verstehe ich. Wenn der Wecker klingelt, gibst du nur vor zu schlafen. Das ist ein Vergnügen, das kann ich nicht leugnen. Aber wenn du wirklich schläfst, weißt du nicht, was es ist. Du bist nicht einmal da. Du kannst also nicht den Schlaf genießen. Aber das Ergebnis von Schlaf ist etwas, das wir genießen. Was der Schlaf uns an Entspannung, an Erholung, an Regeneration des Systems bringt, das genießen wir.
Wenn deine Regeneration also richtig gut ist, kann es vorkommen, dass die Schlafmenge, die du benötigst, dramatisch abnimmt. Es gibt einen Aspekt. Ich glaube, neulich hat mich jemand nach der Zirbeldrüse gefragt. Wenn die Zirbeldrüsensekrete zunehmen, diese sind, im Allgemeinen wird das in Indien Amrita genannt, oder das Elixier des Lebens. Wenn Amrita zu fließen beginnt, passiert eines. Der Schlaf wird weniger werden, weil Schlaf tot ist. Wenn es an einem bestimmten Tag zu viel fließt, kannst du überhaupt nicht schlafen. Das ist eine normale Sache. Also aus welchem Grund auch immer du schläfst oder nicht genug schläfst, wenn das ein Problem ist, dann schau am Morgen, wie es dir geht. Wenn du dich wunderbar fühlst und den ganzen Tag über aktiv bist, vergiss das mit dem Schlafen. Wenn du ohne Schlaf auskommen kannst und es dir sehr gut geht, was ist das Problem? Gut, das wird dir jetzt nicht gleich passieren. Aber wenn es passiert, was ist das Problem, frage ich. Nur wenn du nicht verstehst, mit dem Leben umzugehen, wirst du 12 Stunden am Tag schlafen. Es ist eine Art des Flüchtens. Wenn du beabsichtigst, lange zu schlafen ohne Grund, ist es in gewisser Weise ein Selbstmord. Du brauchst die Ruhe und du schläfst. Das ist in Ordnung. Der Körper braucht Ruhe. Also, entweder Gartenabteilung oder Shunya-Meditation. Eines dieser Dinge wird eine Lösung für dich finden.